Bei der Premiere der Projektwoche Wasserstoff begaben sich die Teilnehmer auf eine spannende Reise in die Zukunft der Energiewelt. Die Fünftklässler des christlichen Gymnasiums experimentierten etwa mit einer künstlichen Sonnenblume, die sich drehen sollte. Dabei lernten die Schüler zunächst die grundsätzliche Funktionsweise mit einer herkömmlichen Batterie kennen, bevor sie auf verschiedene erneuerbare Energieträger umstiegen, darunter auch Wasserstoff. Die Projektwoche wurde inhaltlich vom Verein Solardorf Kettmannshausen gestaltet, der schon seit vielen Jahren junge Menschen mit verschiedenen Angeboten für erneuerbare Energien sensibilisiert. Dieses Anliegen ist auch für Simona Elias wichtig, gerade in Anbetracht des Klimawandels. Naja, schauen wir doch mal an, was passiert denn bei uns in der Umwelt. Wir müssen tatsächlich was tun. Und wenn wir jetzt nicht die Generation begeistern, wo sollen wir denn anfangen? Wir müssen mit den Kindern anfangen. Und wenn wir die Kinder nicht dafür jetzt begeistern und bilden, dann brauchen wir bei den Älteren nicht anzufangen. Sehen wir doch mal so, wenn die Kinder nach Hause kommen und sagen zu den Eltern, hier, mach mal da, mach mal dort, dann machen es die Eltern ja erst. Von alleine kommen sie dann nicht drauf. Das machen die wenigsten. Also nehmen wir uns die Kinder und die müssen dann die Eltern so ein bisschen mit ranziehen. Teil der lehrreichen Veranstaltung war auch eine Diskussion, bei der es um individuelle Verhaltensweisen ging. Denn der klimafreundlichste Strom ist immer noch der, der überhaupt nicht verbraucht wird. Zugleich lernten die Kinder die Vorteile der saisonalen und regionalen Ernährung kennen. Im Außenbereich erhielten sie dann Besuch von Stadtwerke-Geschäftsführerin Claudia Budig. Schließlich ist die Projektwoche Wasserstoff eine Veranstaltung der Klimaschutzstiftung Jena Thüringen, die hauptsächlich von den Stadtwerken finanziert wird. Bereits in der Vergangenheit gab es eine regelmäßige Zusammenarbeit mit dem Solardorf Kettmannshausen, die jetzt weiter ausgebaut werden soll. Wir merken ja, dass gerade im MINT-Bereich doch auch Nachholbedarf ist, was die, ich glaube, auch ein bisschen die Qualität angeht, aber auch, dass langfristig da Interesse besteht. Und zur Gestaltung eigentlich der Energiewenden, des Klimawandels, braucht man junge Leute, die da mit neuen Ideen, Enthusiasmus kommen und das eigentlich verknüpfen. Wissenschaft, Umweltschutz, weil nur dann findet man gute Lösungen, dass wir das auch umsetzen können. Und uns geht tatsächlich der Nachwuchs aus. Wir kämpfen wirklich an vielen Stellen um junge Leute für diese Themen. Bei den Teilnehmern sorgte vor allem ein Experiment mit einem Modellauto für große Begeisterung. Zunächst mussten sie mittels Muskelkraft die Elektrolyse durchführen, also Wasser in seine Bestandteile Wasserstoff und Sauerstoff zerlegen. Dadurch luden sie zugleich eine reversible Brennstoffzelle auf. Dazu war etwas Ausdauer erforderlich. Beim eigentlichen Testrennen im Flur zeigte sich aber, dass sich die Mühe gelohnt hatte. Außerdem erfuhren die Schüler mehr über die Vorteile des Wasserstoffs. Denn bei dessen Nutzung werden keinerlei Treibhausgase erzeugt, es entsteht lediglich Wasserdampf. Außerdem hielt das Auto für erstaunlich viele Runden durch. Auch insgesamt kam das Angebot sehr gut an. Also ich fand es sehr cool mit den Experimenten und ich habe auch schon viel gelernt. Ja, wir haben viel gelernt. Wie man zum Beispiel am besten Energie spart oder wie man Energie erzeugt. Ja, Energie erzeugt. Bis Freitag haben jetzt noch weitere Schüler die Gelegenheit, im Naturerlebniszentrum etwas über Wasserstoff zu lernen. Diese Zukunftstechnologie soll in Jena schließlich einmal eine große Rolle bei der Energieversorgung spielen. Noch sind die Ausbaupläne der Stadtwerke aber in einem recht frühen Stadium.